Wie fühlt es sich an, Mutter zu sein? Mutter zu sein fühlt sich sehr schön an. Es ist eine sehr tolle Erfahrung und ich habe sehr viel Freude daran. Hast du während der Schwangerschaft weiter trainiert? Ich habe trainiert, so lange und so gut es ging. Natürlich ist es am Ende sehr schwer geworden, der Bauch ist gewachsen. Aber ich konnte zum Beispiel schwimmen bis zum Schluss und die anderen Sportarten sind halt ein bisschen, mussten Pause machen. Wie schaffst du es, das Leben als Mutter mit dem als Athletin zu vereinbaren? Mutter und Athlet zu sein ist eigentlich eine sehr schöne und tolle Erfahrung. Ich kann es zurzeit sehr gut kombinieren. Natürlich kann ich nicht mehr so viel trainieren wie vorher, aber dennoch habe ich sehr viel Freude und Spaß daran und der Kleine ist sehr brav, deshalb lässt er es zu, dass ich trainieren darf. Wie sieht dein Alltag aus? Mein Alltag sieht so aus, dass mal der Kleine gestillt werden muss. Er ist immer in meiner Nähe. Manchmal nehme ich ihn auch mit zum Training. Und am Ende des Tages, wenn er dann gestillt ist, dann gönne ich mir immer ein Locker, weil sie sagen, Stillen braucht Energie, Sport braucht auch Energie und das ist dann der schönste Genuss am Ende des Tages. Fändest du es schön, wenn er in deine Fußstapfen träte? Ich sage immer, jeder Beruf hat Vor- und Nachteile. Meine Eltern haben es auch mir überlassen, das frei zu entscheiden und ich möchte auch, dass er das selbst entscheiden kann. Wann können deine Fans dich wieder auf der Piste sehen? Mein Wunsch wäre es, im Jänner wieder bei den Wettkämpfen mitzumachen. Ich hoffe, dass bis dahin alles gut geht. Dem Kleinen muss es gut gehen, er steht an erster Stelle. Und es würde mich sehr freuen, wenn ich wieder einsteigen könnte. Wie haben das Lowercore-Team und deine Fanbase die Nachricht von der Geburt des kleinen Paul aufgenommen? Das Lowercore-Team und meine Sponsoren, meine Familie, meine Freunde waren alle sehr positiv und haben mir sehr viel Energie gegeben, haben mich unterstützt und das hat wirklich also sehr, sehr gut getan.